Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem weiteren Video von Plankton Plus Aquaristik. Heute das letzte Video aus unserem alten Fachgeschäft. Ihr seht schon, das sieht wild aus, ne? Nichts mehr da. Das, wenn der alles rausreißt, da siehst du erst mal, was da so noch zum Vorschein kommt, alles, was da, was du überhaupt so gar nicht bedenkst am Anfang vielleicht noch. Dieses Video kommt am Tag der Neueröffnung vom neuen Geschäft. Also wenn ihr das jetzt seht, heute Nachmittag 13 Uhr, Neueröffnung, neues Geschäft. Hoffe ich mal. Das wird schon. Hey, alles so. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das wird schon klappen, ne? Ja gut, ich meine, drüben im neuen Geschäft steht soweit ja alles. Das Einzige, was noch nicht läuft, ist diese Korallenanlage. Die nehmen wir hier nämlich heute noch mit. Dann laufen die alle. Diese Anlage, die jetzt hier noch steht, kommt ohnehin in die Zucht. Das hier, also, wird verkauft, hier hinter dir? Das wird nochmal verkauft, genau. Also das ist die einzige Verkaufsanlage, die wir jetzt hier hatten, die auch weiterhin benutzt wird. Alles andere kam neu. Und so sieht das aus, wenn keine Verkleidung und kein nichts dran ist. Ne? Gar nicht mal so schön. Was war bisher die größte Hürde im Umzugsprozess? Die größte Hürde war eigentlich der Zeitfaktor, dass wir alles so eintakten und so hinkriegen. Gerade in der heutigen Zeit, Lieferschwierigkeiten, Teile fehlen, Elektrik fehlt. Da geht schon los mit Fensterbau. Wir haben zwei neue Fenster lassen noch zwei neue Fenster einbauen. Da hieß es am Anfang, ja, so 1,5 Jahre so Lieferzeit. Sag ich, das ist mir zu lang. Standen ein paar Leute auch hier noch, die die Schließung nicht mitbekommen haben? Oder? Das kann ich, also ich habe jetzt so nichts weiter mitgekriegt. Ich habe auch kein negatives Feedback. Wir haben das ja groß kommuniziert, eigentlich auch über alle Kanäle. Ich meine, das wirst du nie vermeiden können, dass da vielleicht dann doch mal deine oder andere verschlossene Tür steht. Aber wir haben auch Telefon abgeschalten. Ja, müssen wir ja, ne? Bis es jetzt umgemeldet ist und drüben. Aber ihr erreicht uns gut. Wenn ihr das Video seht, ist eh zu spät, da läuft wieder alles. Michael, was nervt dich am allermeisten in genau dieser Sekunde? Dass ich es für die Ewigkeit gemacht habe. Du ziehst jetzt ja auch den Laden schon seit einigen Tagen um, Michael. Einigen Tagen? Ja. Was war so bisher für dich die größte Hürde? Der Fließfilter von der Fischanlage hat mich fast zur Verzweiflung gebracht. Wieso, was war los? Der war nicht dicht. Also schön Überschwemmung. Nein, aber er hat auch ständig tropft. Der ist so gekommen und im Normalfall verbaut man das halt dann so. Und war halt nicht dicht. Dann haben wir den halt hinbaut und wieder hinbaut. Freust du dich heute, die große Korallenlage umzuziehen? Welche große Korallenlage? Die zu unserer Linken. Die da vorne? Ja. Die habe ich schon zweimal neu aufgebaut. Michael, gibt es beim Abbau von einer Verrohrung Möglichkeiten, das auch wieder zu benutzen, oder ist abgebaut? Nö, also es ist jetzt eigentlich zu 90% alles wieder so, dass ich es drüben bloß zusammenstecke. Ah, okay. Also schneidest du das ab oder ist das wirklich also drüben gesteckt? Zum Teil waren es jetzt mit Teflon zusammen. Ja. Da ist jetzt geklebt, da muss ich wahrscheinlich jetzt schneiden, aber die neue Anlage zum Beispiel ist so konzipiert, dass ich einfach weg, Becken raus, Becken rein, zusammen, fertig. Also so wie als du die SPS-Anlage zusammengesetzt hast. Ja, genau, mit dem Teflon, dann, genau. Dass man nicht schneiden muss. What? Jetzt packen wir noch die Steine auf die Ladefläche. So, dann können wir weitermachen. Wollen wir daraus irgendein geiles Schaubecken machen oder sowas? Hier raus? Ja, wäre auch eine Idee, da haben wir genug. Das ist eigentlich, sind das unsere Nachfüllwasserbecken fürs Osmosewasser. Wie viele Liter sind das so, weißt du das? 80, glaube ich. 80 oder 100 sind das. Könnte man schon was Cooles draus machen. Das ist halt ein Hochkantbecken, ne? Ja, aber ist doch geil. Kann kannst machen, mit Gorgonien arbeiten, stimmt, oder kannst eine fette, schöne Akro hochziehen. Das passt jetzt nämlich noch gut hinten mit rein. Wir haben genug solche Becken noch rumstehen, könnten wir eigentlich schon was Schönes mal machen. Ne? Schreibt mal drunter in die Kommentare, vielleicht habt ihr Ideen. Das wäre eine coole Sache. So. Die neuen heiligen Hallen. Die neuen Hallen. Schauen wir mal, ob irgendwo das Wasser steht.
Ja. Kasse. Alte Kasse. Wie schon angedroht. Ja, alte Kasse, ein bisschen angepasst, aber passt hierher. Da haben wir jetzt ein Aqua Forest Schaubecken. Das ist übrigens das Aqua Forest Becken von der Interzoo. Kennt man ja von diversen Kanälen. Das haben wir uns beim Abbau. Oh, hat bis heute keiner nachgefragt. Aber schon so mit Genehmigung auch, oder? War das dann so ein. Ja, ob das jetzt direkt eine Genehmigung war, das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch genau die Stelle, wo das Becken jetzt gleich hinkommt, das wir mitgebracht haben. Da sind die Grundsteine sind schon ausgerichtet. Das heißt, das mauern wir noch hoch und dann stellen wir da die Anlage drauf. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Korallenanlagen stehen mit 6 Meter mal 80. Fischanlage läuft. Wir machen einfach mal einen Rundgang, oder? Ja. Geh nicht immer weg. Was könnte denn der neue Lieblingsbereich von dir im neuen Geschäft hier werden? Oh, du fragst mich Sachen. Ja, ist doch schön. Lass doch erst mal fertig werden. Ich hoffe mal, dass wir mit der neuen Fischanlage wesentlich besser arbeiten. Fischanlage, okay. Und mit der Zucht hinten. Was ist so die Grundveränderung, wo du sagst, das macht vielleicht auch das Arbeiten jetzt viel einfacher? Ja, du hast kein Rohr mehr, das was von der Bodenscheibe nach oben geht. Das ist alles über die Rückscheiben gelöst. Wenn du Fische rausfangen willst, bei die alten war hier ein Rohr von unten durch, also von der Bodenscheibe und das ging ja nach oben. Ja, das haben wir vorhin ja gesehen, ja. Ja, und jetzt hast du alles von hinten. Kein einziges Rohr mehr, das von der Bodenscheibe nach oben geht. Alles über die Rückwand gelöst. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal durch, oder? Das hatten wir ja schon hier das Thema 1, 2, 3 Korallenanlagen. Hier steht jetzt noch so ein bisschen Verpackungszeug. Da ist noch ein Kundenbecken, das müssen wir auch noch ausfahren. Da stehen auch noch Kundenbecken, die müssen auch noch weg. Hier, da müssen wir mal schauen, wie es platztechnisch sich ausgeht. Hier hätte ich gedacht, machen wir eventuell unser 120er DD, das 1200er DD. Aus dem alten Geschäft. Aus dem alten Geschäft, ja. Das müsste hier theoretisch ganz gut hinpassen. Dann haben wir jetzt die Regalware mal in einem Bereich gebündelt. Vorher hatten wir das ja getrennt. Also wenn du in diesen, das war ja so schlauchmäßig vorher das alte Geschäft, links und rechts. Das haben wir jetzt hier alles in einem Bereich. Von den Herstellern ist es so, wir haben ein bisschen was jetzt dazu bekommen. Refactory kommt groß dazu mit einem Vollsortiment. Da werden wir auch ein Schaubecken thematisch drauf auslegen, also auf ein reines Refactory-Technik-Ausstattung. Ja. Das siehst du jetzt schon, unser großes Schaubecken, 5 Meter mal 70 tief mal 60 hoch. Das Geil. Macht einen schlanken Fuß. Da bin ich gespannt. Und das was, ist auch, was kommt rein? Also grundsätzlich vom Steinaufbau her, da sind wir mit der Firma Acker momentan in Gesprächen. Was ist in Gesprächen? Das ist alles schon durch. Aber wir bekommen für dieses Becken einen Flying Reef Aufbau, einen individuellen mit Riffkeramik oder aus Riffkeramik. Kommt jetzt die Tage. Wird eine richtig coole Sache. Weil wir haben gesagt, wir wollen mal natürlich auch einen, meine, das sind alles Eyecatcher hier, aber wir wollen mal ein Ding haben, was du halt so wirklich nicht siehst. Also richtig auf die. Das ist so eine Sache. Wir haben jetzt sowieso 1, 2, 3, 4 Schaubecken auf jeden Fall. Plus nanotechnisch. Plus die hohen, die wir jetzt vorhin hatten. Also nochmal bitte kommentieren, was man da draus machen könnte. Gorgonien. A, Gorgonien. B. Auch mal SPS vielleicht. SPS, ne? Gerade ja. Die Höhe ist ja, ja bei SPS ja. Immer so eine Geschichte. Ja, kann man auch machen. Willst du dich mal allein kontrasttechnisch neben das 5-Meter-Becken ja, stellen? Ja, das ist schon krass, ne? Also Schaubecken hier, 5 Meter. Ich meine, wird alles noch verkleidet und gemacht. Das ist natürlich jetzt hier die volle Baustelle. Das ist das Refactory-Becken. Da kriegen wir auch die Refactory-Beleuchtung. Die hatten wir ja vorher auch noch nicht im Sortiment. Das kommt jetzt alles mit dazu. Also können wir euch richtig was Schönes zeigen. Und man kann dieses Ganze, um mal ein bisschen zu teasern, dieses ganze Refactory-Sortiment, wer es noch nicht kennt, komplett alles über ein iPad steuern. Also egal ob Beleuchtung, Dosierpumpen, KH-Keeper, automatische KH-Messung, diese ganzen Wasserwerte-Messgeräte, die automatisierten, das kommt jetzt alles noch mit dazu. Also da ist richtig
Potenzial da, finde ich richtig gut. Wenn wir mal dahinter einen Blick werfen, sehen wir den Michael und unser Messebecken. Ja. Das ist das Messebecken, das bleibt da hinten stehen. Sieht fast schon klein aus jetzt hier in dem Raum. Wenn du das so siehst von hier, dann sieht es mega klein aus, obwohl es eigentlich ein richtig schönes großes Becken ist. Aber ja, Fischanlage haben wir komplett neu gemacht, komplett neu konstruiert und auch in jeglicher Hinsicht verbessert mit den Erfahrungen aus dem alten Geschäft. Technisch richtig gut, wir können da jetzt richtig Durchsatz drauf geben, eigentlich viel zu viel. Aber Filtrierung ist hier. Die Fischanlage hat aktuell 6000 Liter mit 21 Aquarien a 1,20 Meter mal 50 tief. Wir haben jetzt auch das vom Design her mal ein bisschen cleaner noch gemacht. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Wir haben jetzt nämlich überlegt, wir haben das ja mit Aluprofil gebaut. Verblendet man das, wie im alten Geschäft? Da war es ja komplett verblendet. Oder lässt man es einfach so? Ich finde es nämlich so eigentlich gar nicht schlecht. Gerade dieser Kontrast, weißer Sand, blaue Folie hinten, schwarze Folie in den Zwischenräumen, finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben jetzt hier Glasdeckel individuell passgenau anfertigen lassen für die Becken. Also da ist kein Millimeter Luft, dass irgendwas rauskommt. Und auch fürs Tier natürlich. Ne? Dadurch, dass wir jetzt nochmal 10 cm mehr haben in die Tiefe, 50 tief. Man, das ist wieder das Klassische. Ne? Guck her, du kannst hier arbeiten und tun, da hat keiner Stress, keiner hat. Also so, am Freitag. Heute haben wir Mittwoch, also vor euch Freitag, heute ist bei uns Mittwoch. Und in 2 Tagen am Freitag kommt das Veterinäramt, das hiesige, zur Abnahme. Da bin ich gespannt. Aber was soll es sein? Also ganz ehrlich, ich bin der andere Händler, ich bin keiner, der schimpft, aber hey, da kann sich hier wirklich keiner beschweren. Und hier in diesem Zwischenraum sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig. Ich hätte Bock auf Folgendes. Du kaufst ja normalerweise das Riffgestein in Kartons fertig, so 20 Kilo Kartons. Ich hätte die Idee, das bauen wir mal so und gucken uns an, wie das ist, quasi keine Kartonwade zu machen mit den Steinen, sondern große Boxen, wo diese ganzen Steine lose drin liegen und in der Mitte zum Beispiel eine große Arbeitsfläche mit einer integrierten Waage, wo du direkt als Kunde dich aus den Boxen bedienen kannst, deinen Steinaufbau machen kannst auf der Waage. Du siehst also sofort auch gleich, was es kostet, ob es passt von den Dimensionen her mit Maßband oder mit Meterstab. Oder? Geile Sache. Kannst dich direkt hier beschäftigen damit, kannst von uns einen dazu holen und wir unterstützen da dabei. Fände ich eine coole Nummer. So, da jetzt verlassen wir quasi den öffentlichen Bereich und gehen in den Plankton Plus internen Zuchtbereich. Wir machen, also das hier wird alles verkleidet bis zu diesem Träger und dann hast du im Prinzip jetzt hier 1,40 Meter, 1,50 Meter Durchgang. Wir lassen das auch offen, also das kann jeder gucken. Wir wollen alles nach wie vor transparent gestalten. Aber wir machen halt ein Band hin oder was, dass uns da nicht jeder hinterläuft. Das ist jetzt Zuchtbereich und Quarantänebereich. Ihr seht schon, ein Teil läuft. Also wir haben hier jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Anlagen laufen. Das wird auch noch mal fast ums Doppelte erweitert. Also da ist noch genug Raum, damit wir uns da entfalten können. Ach, naja, Scheiben, da ist jetzt natürlich auch noch nichts großartig gepflegt. Das ist jetzt einfach mal reinstellen. Wasserwerte natürlich kontrollieren, aber ansonsten passt das alles. Wir haben jetzt hier auch ganz viele verschiedene Lampenkonzepte, weil wir auch mal da nochmal in der Zucht testen wollen. Das ist sowieso alles reine LED. Wir machen ja nichts mehr mit Leuchtstoff oder aber auch verschiedene Lampentypen. Und jetzt kommt das große Chaos aktuell noch. Wir gehen jetzt dann hier hinter die Fischanlage sozusagen. Da können wir uns mal ein bisschen Technik angucken von der Fischanlage. Hier haben wir jetzt mal noch Boxen zwischengelagert. Das kommt dann alles wieder raus. Wir stellen dann die alte Fischanlage aus dem alten Geschäft Rücken an diese Anlage. Denn die alte Verkaufsanlage wird quasi unsere neue Quarantäne- und Versandanlage. Das heißt, wenn vorne aus dem Verkaufsbecken ein Fisch bestellt wird, online zum Beispiel, dann können wir den direkt rausnehmen, in die Versandanlage setzen, vorbereiten für den Versand. Das kann man komplett abdunkeln, also man kann auch nochmal richtig Ruhe reingeben, das Ganze, bevor dieses stressige Versandthema dann losgeht. Und dann haben wir ein Gesamtvolumen Fischanlage, meine ich, von um die 8.000, 9.000 Liter sowas. Also da kriegen wir schon gut was unter und können den Tieren halt auch wirklich was bieten. Technik. Wir haben genauso wie auch im alten Geschäft immer blöckeweise eine eigene UV-Klärung. Also das sieht man jetzt hier. Da bauen wir wieder, wie immer, unsere FIAP-Klärer direkt in die Steigleitung. Das heißt, die Steigleitung kommt hier an, geht in den Klärer rein,
kommt im obersten der drei Becken raus und läuft dann quasi vom ersten ins zweite, ins dritte und dann wieder zurück in die Filterung. Wir können auch jeden einzelnen Strang komplett abkoppeln, damit er quasi autark läuft, wenn man sich mal was reinzieht. Diesen Satz, den sage ich seit 5 Jahren, passiert es doch noch nie. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was da passieren soll, dass man sich was reinzieht. Pünktchen. Oder was? Aber in dem Moment, wo ein Fisch Pünktchen hat, ist es eh schon rum, weil da ist eh im ganzen Kreislauf sind die Schwärmer drin. Dann nützt das Abkoppeln auch nichts. Und dafür hat man dann eine Quarantäneanlage, dass ich dann wirklich, wenn es schlimmer wird, den Fisch rausnehmen kann und behandeln kann und fertig. Aber so ein Hahn ist jetzt gleich eingebaut, deswegen macht man es natürlich. Ne? Auch so Kleinigkeiten zum Beispiel. Wir hatten hier immer Probleme. Das ist der Ablauf vom ersten Becken. So, jetzt läuft das runter ins zweite Becken. Und da hatte der Michael eine gute Idee, wir haben hier so eine Art Siphon eingebaut und das hier oben ist offen, also da ist nichts zu. Jetzt ist es so, dass die Luftblasen, die hier drin entstehen und hier durchgehen, nicht mehr im zweiten Becken mit rauskommen, sondern die gehen hier einfach oben raus und das reine Wasser ohne Luft geht weiter ins zweite Becken. Da gehört viel Gehirn dazu, ne? Ja. Naja, aber das sind halt so, da kommst du halt mit der Zeit erst drauf, ne? Ja, klar. Weil du dann den Kopf drüber machst, sagst, wie kriege ich dieses Problem weg, dass ich immer diese Blasen da drin habe in dem Wasser. Was auch Stress ist für die Fische, mal ganz nebenbei. Der Fisch, klar, mit der Zeit weiß er das, aber am Anfang weiß er nicht, ist das jetzt Futter, was da kommt, als so eine Luftblase, oder ist es Futter? Ne? Und deswegen immer. Also, du siehst jetzt hier unten, ich gehe mal hier rüber, das hier ist jetzt der Ablauf, in dem sich alle Becken sammeln. Also, alles kommt hier an, geht hier runter. Hier wieder der Siphon, dass die Luft rausgeht. Geht hier dann weiter runter in den Tiling-Rollamat. Das ist eigentlich ja ein Teichfilter. Aber es gibt hier auch ein Aquaflies. Sieht dann so aus. Jetzt muss das ganze Wasser aus der ganzen Anlage geht durch diesen Filter durch. Und dann vom Filter hier über diesen Dreizack. Ist das ein Dreizack? Ja. Über drei Bohrungen dann ins eigentliche Technikbecken. Wir haben eine große Lebendgesteinfilterung jetzt hier noch mit dran, die auch noch erweitert wird. Vielleicht, das kannst du kurz reinschneiden, vielleicht von der alten Fischanlage. Der Kunststofftank, der hinter der Anlage steht, komplett voll ist mit Lebendgestein. Der kommt auch hier wieder hin. Wir müssen nur, um den rauszukriegen, die alte Anlage erst abbauen. Deswegen. Aber den machen wir hier noch mit drauf. Der wird da hinten ins Eck reinkommen. Lebendgesteinabteil, da haben wir jetzt noch zwei Abschäumer drin stehen. Einen Royal Exklusiv, irgendeinen und einen Tunse. Da kommt dann unser großer Tunse 9460 wieder mit rein, der jetzt in der jetzigen Fischanlage noch steht, die hier läuft. Bei heutigen Filtermedien oder der allgemeinen Technik im Meerwasseraquarium, die ja nicht ohne ist mittlerweile, braucht man da überhaupt noch Lebendgestein im Technikbecken? Was wäre dein Tipp? Du musst ja sehen, eine Fischanlage ist ja kein Aquarium und schon gar nicht ein Heimaquarium. Also du hast ja in so einer Fischanlage keine biologische Stabilität. Von den Becken an sich. Das heißt, du brauchst ja eine Komponente zusätzlich, die das mit reinbringt. Und das kann ja nur ein separater Lebendgesteinbereich sein. Wir hatten vor Jahren in der ersten Anlage das nicht und hatten immer wieder Probleme. Und auch in der Stabilität mit PO4 und NO3, Phosphat und Nitrat. Mit dem großen Lebendgestein Bottich, der fasst ja eine halbe Tonne. Also da geht eine halbe Tonne Gestein geht da rein. Lebendgestein, du hast ja da eine enorme Filterwirkung. Und deswegen haben wir es ja in der alten Anlage, und das werden wir hier auch machen, geschafft, dass wir bombastische Wasserwerte in dieser Fischanlage haben und auch Korallen zum Beispiel mit in die Fischanlage einsetzen können, was uns ja ganz wichtig ist, um euch auch zu zeigen, hier wird nicht mit Kupfer und nicht mit Medikamenten und so weiter gearbeitet, sonst würden daher keine Korallen drinstehen. Das geht nicht, die gehen kaputt. Das ist auch das, was ich immer sage zu den Leuten, wenn ihr von uns Tiere mitnehmt, macht bitte keine zu langen Umgewöhnungszeiten zu Hause am Aquarium. Das muss nicht sein. Wir haben hier genau das Wasser, was ihr später auch im Aquarium habt. Die Dichte ist gleich. Und jeder lange Umgewöhnungszeitraum, den ihr habt, ist immer nochmal Stress für das Tier. Also das muss nicht sein. Ein, zweimal Wasser rein, nach 10 Minuten rein ins Becken, fertig. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Bereich. Das sind so 25 Quadratmeter ungefähr hier an Fläche. Das wird jetzt für uns ein reiner Logistikbereich, wo die Jungs packen können. Online-Shop-Bestellungen, Lebendtierbestellungen, Zubehör und Plankton, das geht von woanders weg. Das machen wir nicht hier. Aber das wird hier passieren. Hier steht schon mal ein bisschen Wasseraufbereitung. Da stehen schon ein bisschen Versandkartons. Wir machen ja mittlerweile nur noch Papierkartons. Wir machen keine Styroboxen mehr, was im Übrigen bombastisch gut funktioniert. Also ich behaupte auch, dass die Wärme und auch die Kälteisolierung im Sommer, wenn sie zu heiß ist, besser ist als bei den Styro-Kisten. Und gut, von der Umwelt
Belastung. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, von der Umweltbelastung in dem Thema zu sprechen, weil wir haben trotzdem Pakete und es wird trotzdem verschickt und es wird trotzdem durch die Gegend gefahren. Aber ich habe zumindest ein bisschen weniger jetzt diese Styroporbelastung und Kunststoff, und wir versuchen das zu tun, was möglich ist zu tun. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Am Ende des Tages schicken wir lebende Tiere durch die Gegend. Ja, das kann man gut finden oder nicht gut finden. Aber ich bin der Meinung, man muss es zumindest so ausgestalten, dass es so nachhaltig und so naturfreundlich, auch was den Abfall angeht, wie möglich passiert. Viele schicken uns auch die Kartons zurück, auch immer gerne. Also wenn die nichts haben, kann man die natürlich wieder nehmen. Vor der Tür auf Höhe der grünen Tonne wird nochmal ein Korallenzuchtbecken stehen und dahinter auch nochmal. So, dann schauen wir uns kurz den Zuchtbereich an. By the way, wir machen, wenn alles läuft und alles fertig ist und alles schick ist, ja eh nochmal Videos, und ich würde auch gerne mal euch wirklich jeden Bereich nochmal einzeln vorstellen, weil das ist jetzt nur ein grober Abriss und es ist teilweise wirklich spannend zu sehen, wie diese einzelnen Sachen funktionieren. Deswegen dann würden wir euch gerne, oder ich euch auch gerne mitnehmen. Vielleicht interessant, wir fahren in der Zucht nur einen Wasserkreislauf. Das ist auch ein Thema, das haben wir früher auch anders gemacht. Aber meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist, je größer das Wasservolumen, und das sind dann auch solche Sachen wie Nährstoffe, Nährstoffwerte, gar nicht so entscheidend. Je größer das Wasservolumen und je stabiler die biologische Substanz in so einem System ist, desto besser läuft die Zucht. Und ob dann da PO4, 0,04 oder 0,08, das ist egal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also egal, ist relativ, aber je größer das Ding ist, desto schöner läuft das, stabiler. Wie viele Liter werden im gesamten Zuchtbereich dann ungefähr sein? 4000 Liter, momentan mal. Wir können ja noch auf zwei Ebenen arbeiten, unten ist ja auch noch was. Das wird aber erstmal nicht mitlaufen, schauen wir mal. Ansonsten, was ich euch zeigen wollte, das ist jetzt momentan das Technikbecken. Das müssen wir nochmal austauschen und durch ein größeres ersetzen, wenn die anderen Becken jetzt alle noch mit drauf hängen. Dieses Technikbecken speist alle Becken, die hier rumstehen. Also ihr seht schon hier, wir haben hier überall schöne, witzige Rohre verlegt. Also das ist das Technikbecken für alle Anlagen hier. Weil es ja vom Verhältnis schon relativ klein ist. Ja, deswegen sage ich ja. Ich meine, hier ist ja jetzt noch kein Wasser drin. Hier hatten wir ein kleines Malheur. Das kann man ja mal sehen. Ja. Hier haben wir einen Sprung drin. Also das heißt, wir müssen dieses Becken einmal komplett noch tauschen. Da haben wir aber schon Ersatz. Ja, ich meine, Technikbecken soll natürlich so sein, dass im Falle eines Stromausfalls, wenn das ganze Wasser aus den Rohren alles zurückläuft ins Technikbecken, dass das nicht überläuft. Das genau. Ist natürlich wichtig. AK-Abschäumer wieder verbaut. Das ist der 280er, der große. Und da muss ich auch einfach mal wieder sagen, die sind manchmal vom Einstellen her ein bisschen tricky, aber Abschäumerleistung, Geräuschentwicklung, also das muss ich echt sagen. Also da ist eigentlich der Abschäumer das Letzte, was man hört an so einem System. Und ich meine, es ist natürlich hier jetzt egal, aber für zu Hause, fürs Wohnzimmer, AK, Abschäumer, gut, hat sich bewährt. Gut, diese gut. So ein Umzug, klar, ist nicht ganz billig. Kannst du ungefähr dingfest machen, beziehungsweise möchtest du überhaupt erzählen, was sowas kostet? Weil ich denke, schätzen ist da ganz schön schwierig. Ich habe auch noch nicht alles auf dem Tisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Also, aber ich würde schon sagen, dass wir da auf jeden Fall sechsstellig sind. Auf jeden Fall. Obwohl ja viel auch mitgenommen wurde. Ne? Erstens das, und wir machen ja alles selber. Wir machen alles selber. Wir haben hier, gut, der Elektriker war jetzt mal da und hat uns die FIs angeschlossen, weil man es auch einfach nicht darf im gewerblichen Bereich. Aber ansonsten machen wir ja alles. Also du kannst ja auch sagen, jetzt ne, Umzugsunternehmen, die alles fahren, und wär haftungsrechtlich auch gar nicht so uninteressant gewesen, weil ein Becken ist uns ja kaputt gegangen beim Transport. Das wäre dann schon mal wieder nicht an uns hängen geblieben. Ne? Aber das sind ja alles Kosten, das ist Wahnsinn. Am Ende des Tages muss man auch sagen, man hätte das auch alles deutlich günstiger machen können. Aber unser Ansporn ist ja für euch, für die Tiere und am Ende des Tages natürlich auch für uns hier, ideale Voraussetzungen zu schaffen. Und es muss alles in einem vernünftigen Kotzen. Ja, auch das ab und zu. Es muss ja alles in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Rahmen auch sein, weil so schön das Hobby ist und so groß unsere aller Leidenschaft dafür ist, am Ende des Tages haben wir hier ein Unternehmen, was auch erwirtschaften muss, sonst wird es nicht geben. Wie viele Mitarbeiter sind momentan bei Plankton Plus beschäftigt? Wenn wir jetzt alle zusammen nehmen, sind es um die 15.
Ne, das schwankt immer ab und zu mal ein bisschen, dann kommt mal was dazu. Dann, und jetzt auch aktuell natürlich ist es so, dass wir im Bereich Produktion mit Eigenprodukten erheblich aufstocken müssen, weil wir jetzt auch durch die Interzone natürlich neue Partner wieder dazu bekommen haben und einfach auch da seit Jahr 2018 die Nachfrage jedes Jahr um 50%, 60%, 70% steigt. Das musst du mir vorstellen. Das muss man alles irgendwie handeln und gestemmt bekommen. Ist es, denke ich, der falsche Ansatz, am falschen Ende zu sparen? Das hat auch die Erfahrung gezeigt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist vor allem hier so, wo es ja auch um lebende Tiere geht. Ich brauche hier eine vernünftige Klärung, ich brauche ein vernünftiges Licht, ich brauche vernünftige Anlagentechnik. Das kostet alles Geld, das ist so. Aber wir würden es nicht machen, wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass das am Ende des Tages auch passt. Euer Feedback ist der Wahnsinn. Über die letzten Jahre, das trägt uns auch ein bisschen in der ganzen Sache, weil es natürlich immer ein Risiko auch ist, sowohl finanziell als auch persönlich. Ich denke, wir haben uns da gut etabliert und wir haben mit euch zusammen hier wirklich was Schönes geschaffen. Wenn du dieses Gesamtkonstrukt Plankton Plus Aquaristik jetzt ansiehst mittlerweile und das hier wird so der nächste Step, sage ich mal, werden. Wir freuen uns, wenn es jetzt endlich losgeht, bei euch heute, bei uns in 9 Tagen. Wir machen jetzt noch keine ausschweifende Eröffnungsfeier, das werden wir im Sommer irgendwann mal nachholen. Aber es geht ziemlich los, ihr könnt alle kommen. Für euch bis später. Das klingt, ne? Cool, ich freue mich wirklich, ich freue mich sehr. Lirum Larum, nächsten Freitag gibt es das nächste Video. Für alle die nicht vorbeikommen können, weil es zu weit weg ist. Wobei die Ausrede lasse ich ja gar nicht mehr gelten. Ja? Hier kommen Leute her, wo du denkst, wieso? Habt ihr da nichts bei euch? Österreich, Polen, Berlin, Hamburg, das kann ja Ausreden mehr gelten.